Moin Freunde, willkommen zurück zur dritten Folge von GDA 5. Ja, wir hatten beim letzten Folge hatten wir uns eine geile Frisur gemacht. Ne, einen geilen Bart haben wir uns gemacht. Der hat da zwei, drei Missionen gemacht. Ganz entspannt. Machen wir direkt mal weiter. Steigen mal in die Karre und dann schauen wir mal auf der Karte, wo wir hin können. So. S war für Simeon. Ne, S. Simeon, F war Franklin, glaube ich. Schauen wir mal, was der zu Hause hat in seiner Mission. Gucken wir mal. Also, wie ihr seht, ich spiele das Spiel auch ganz entspannt. Ich mache mir da jetzt auch keinen Stress oder sonst irgendwas. Ganz gechillt. Hier Mission für Mission. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt, ich hetze mich hier auch nicht. Ich gucke mir alles in Ruhe an. Weil das ist schon cool. Dieses Detailgrad hier von GTA ist schon echt geil, wenn man so guckt. Echt gut gemacht, das Spiel. Ich wünsche mir, dass Red Dead Redemption 2 auch mal rauskommt für PC. Boah, das würde ich so gerne spielen. Ne? Richtig cooles Spiel. Ich mag ja generell alle Rockstar Games. Ich habe ja GTA 3, GTA Vice City, San Andreas, alles gespielt. Ey. Das würde ich auch gerne nochmal spielen. So, dann fahren wir mal hier rein. Was ist mit meinem Auto los? Warum fährt das nicht? Ich hoffe, das ist nicht kaputt. Naja, aber ich wollte schon sagen. Hä? So, gucken wir mal. Ich glaube, das packe ich mal hier rein. Ich glaube, das wird ja auch mal repariert, ne, wenn ich das hier reinstelle, oder? Schauen wir gleich mal. Was habe ich denn hier für eine Mission? Ach, das war's, okay. Einfach nur nach Hause kommen. But you know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I could do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Good to sign. I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the name of patriarchy. We are women. We are free. We are women. Okay. Mega gut. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to. Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come where? We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Mega gute. Ich liebe diese Gespräche, die immer führen. Man, there's two homies right here. Was ist denn mit meinem Typ mir los? Bewegt sich manchmal gar nicht. We ain't got all day. Let's go. For sure, but for sure. Kidnapping fool, that clown D, that OG fool from Ballers. Dog, I told you, no more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, low? And ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, that's fine. Great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. You got the wheel, homie. Steig in den Lieferwagen. Ich dachte, wir gehen hier um die Ecke nur. Good dog. We going up Vinewood Boulevard. Fahren wir mal darüber. Sprechen die jetzt nicht, oder was? Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in common. Your annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Hey, why are we doing this, dog? Man, cuz, we supplementing our income. More like supplementing the drama in our lives. Is that fool Simeon looking out for us, or is he looking out for himself? Shit, himself, I guess. So how a couple of gutter-ass fools like us get ahead? By getting serious. Exactly. We two highly motivated, results-driven motherfuckers with an entrepreneurial mindset. Oh, yeah, yeah. Highly motivated self-starters, huh? In the kidnapping sector. Yeah, starting big. But it always go wrong, don't it? All your schemes for years. They don't go right, but I wouldn't say that they go wrong all the time neither. Not as wrong as they could. I ain't dead, but I ain't rich neither.
How does 40,000 sound? Because that's what's happening right here. Man, I believe you when I'm holding. Three-way split, homie. Me, you, hey, and Chop. Was machst du da? Chop don't get shit. Chop an intern. You hear that, Chop? Man, Frank trying to screw you. Ja, eigentlich ganz gut gefahren, muss ich sagen. Hä? Achso, ich muss hier. Chopper Free Spirit, he bark all he like. Hey, what's up, Bo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short witty. I was just saying, I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why is it gotta be like that? I'm an OG. N-O-G, so what? So the fuck what, niggas? A million OGs. Well, over shit, here? How about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, Bobo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mask-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, oh, nigga? Oh, shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck y'all, get bitch. That nigga. Come on, let's go. Oh, ich liebe diese Konversation. Mega geil. Jo, dann verfolgen wir den Boy mal. You see what he driving? Man, we in a van, motherfucker. We fuck. Just drive, fool. Das stimmt. It's gonna get bumpy, Chop. OG's getting away. Wie soll ich den denn einholen, ey, mit meinem Kacklieferwagen hier? Yo, ey. Boy. Sorry Boys, das war jetzt nicht so geil, muss ich leider selber zugestehen. Oh, ich verliere den Scheiße. Schnell, schnell, schnell. Oh, ich habe ihn wieder, glaube ich. Ist nicht mehr am Blinken. Oh, das wusste ich aber auch nicht, dass wenn es blinkt, dass ich dann kurz vom Verkacken der Mission bin. Ach, stimmt, der hat doch hier diese Spezialfähigkeit. Ja, die sollte ich mal einsetzen und dann so hier den hier machen. Ah, okay. Nice. Oh, jetzt hätte ich die Fähigkeit benutzen sollen eigentlich, aber naja. Liegt auch so blöd die Taste dafür, bei mir zumindest. Na komm, doch schieß doch auf den einfach oder irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, was er da jetzt gemacht hatte oder warum die wir den jetzt hier jagen. Gerade irgendwie nicht verstanden. Wir kriegen ihn aber gleich. Aber das ist schon komisch, dass ich mit dem Lieferwagen dem hinterherkomme. Mhm. Komm mal ab, ey. Okay, das kenne ich hier gar nicht. Yeah! Oh, shit. Und jetzt? Der ist auch tot, ey. Ja, der lag... Okay. Los, Chop. Los, Chop. Wir kriegen den noch. Was ist denn hier los eigentlich? Hier Busstation oder was? Ach, da kommt er. Komm, Choppy. Der Chop ist da unten durchgeklettert, geil. Bleib stehen. Macht doch eh keinen Sinn wegzulaufen. Ich krieg dich so oder so. Geil. Komm, Hund. Oh nee, was ist denn hier, ey? Ah, ich komme noch drüber. Was eigentlich? Habe ich hier keine. Habe ich nicht eigentlich Ausdauer oder so? Die müsste doch schon längst leer sein bei mir. Hey, jetzt hätte ich eine Waffe auf den zielen müssen. Einfach mal die Füße schießen oder so. Jo, der ist weg oder was? Hat sich nach einer Katze angehört. Ah, wie wechsle ich nochmal zu Chop? Ah, ich glaube, bald war das. So. Chillt er schon da. Wechsle zu schnell zum Wichtigsten, indem du Alt antippst. Okay. Hä? Aber ich lenke ihn gerade gar nicht. Ach so, er zeigt mir einfach nur an, wo ich gerade. Ach so, verstehe. Na, komm schon. Was ist das denn? So, okay. Öffne mit. Ah, okay, stimmt. Das war gerade ein bisschen blöd gemacht von mir, aber. Hat noch geklappt irgendwie.
Ja, das ist meistens wahrscheinlich immer im letzten, den man öffnet, da ist er meistens dann drin. Choppy, was ist los? Ist er hier oder was? Natürlich nicht, klar. Der wird dann da hinten sein, wahrscheinlich. Ja, ich gehe schon mal vor, Chop. Und mach doch auf, ja. Boah, muss ein bisschen wegen dem, auf dem Hund warten. Komm bald, ich Chop. Oder muss ich jetzt auch zum Hund wechseln? Okay, ich denke, das war glaube ich richtig, zum Hund wechseln. Ja. Ja. Aber der Hund macht das alles selber. Ich mache hier gerade nichts. Ah, war ja klar. Der Boy, ey. Danach haben wir echt nicht gesucht. Ja, dann mach jetzt schnell. Echt? Oh Mann, ist ein Männchen. Choppy, ey. Come on, you horny little motherfucker. You need boot camp or some shit. Come on, man, back to business. Oh, geil. Get the bad guy. Ja, jetzt öffnen wir mal hier. Aber das ist halt geil, was Roxanne immer macht. Immer so Kleinigkeiten einbauen, die halt mega cool sind. Oh, shit. Jetzt kriegen wir den. Kriegen wir den jetzt. Schnapp dir deinen Arsch. Da kommt er direkt mit dem Lieferwagen. Ist er seine Hand vor die Augen am Halten. Geil. Aber ich muss wieder fahren, war ja klar. Ja, fahren wir mal. Oh, Mann, ey. Oh, ich glaube, der ist Geschichte. Got your boy. You calling them on the cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a second. We want 40,000. Is pay me or pay the funeral director, motherfucker? What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Oh, man. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn richtig phone. Gut. What the fuck? Fuck y'all. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit, cause we went easy on your ass. Remember that dog? Oh man, geil. This is some bullshit. Take me down the cut. Kein Thema, mache ich. Lass ich da raus. Abkürzung nehmen hier. Hier. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. Okay. Haben die zwei Boys aber irgendwas wieder angestellt. 84% verbesserte Reflexe. Okay, naja, passt schon. Bin zufrieden. Benutze X, um dich zu ducken, während du in einem Fahrzeug sitzt. Ah, okay. Gut zu wissen. Okay, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, machen wir eine Simian-Mission jetzt. Aber ich fahre ein bisschen herum in der Stadt, gucken wir mal ein bisschen was an. Was machst du da?
Was läufst du über den Zebrastreifen, wenn ich rot habe? Alles schon cool gemacht hier. Okay. So, wieder eine Automission oder was? Oh, muss ich hier vorne rein, oder? Okay, da, tatsächlich. Da steht da doch schon mein Boy. Und das gelbe Auto übrigens ist weg, was am Anfang war, oder? Ist es das? Nee. Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? Ja, law school, auf jeden. Genau. Ja, der Simeon hier, ein gieriger Halsabschneider, Autohändler. Crazy, auf jeden Fall. Im echten Leben würde man nicht für sowas arbeiten, wahrscheinlich. Naja, aber es bringt Kohle hier, deswegen machen wir das. Oder ich hoffe zumindest, es bringt Kohle. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber ich denke mal schon. Um 1,4 Kilometer müssen wir jetzt fahren. Bis zum Ziel. Und dann müssen wir dem Boy eine Karre abziehen. So wie ich es richtig verstanden habe. Okay, ein Anruf. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Müssen wir das gelbe Auto, glaube ich, jetzt klauen von dem Papasöhnchen, den wir ganz am Anfang gesehen hatten. Ja, tatsächlich, das war hier. Oh, das ist diese Mission, okay. Schauen wir mal, ich glaube, das müsste irgendwie mich reintricksen, reinfuchsen ins Haus. Ah, hier zeigt er schon was an. Finde einen Weg ins Haus. Okay, schauen wir mal. Kann ich nicht hier so drüber klettern? Nee, ne? Ah, okay, das geht nicht. Da ist der Gärtner. Ich gehe mal hier außen rum. Vielleicht finde ich hier irgendwie was, wo ich mich rein... Ah ja. Reinspringen kann oder so. Vielleicht von hier. Pff. Jo, genau so. Genau so. Hä? Check gerade nicht. Vielleicht hier so. Drücke, um Schleichmodus zu wechseln. Okay, ah, das war richtig, glaube ich, hier. Boah, krass, ey. Wenn man sowas hat im richtigen Leben, ey. Mit so einer Aussicht, ein Tennisfeld hier, boah. Dann hat man es geschafft, auf jeden Fall. Checken wir mal ab. Ich glaube, ich sollte mal hier so hin. Den Gärtner weiß ich gar nicht. Muss ich den irgendwie außer Gefecht setzen? Drücke, um auf das Autodach zu klettern. Ah, okay. Stehen. Ich muss wahrscheinlich hier diesen Carport oder was es hier sein soll, hoch. Geil. Okay, gucken wir mal ganz langsam hier. Oh, scheiße. Ja, geht doch weiter. I'll cut your dick off if you call the administrator. Hey, you know what? I am the administrator. Boah. Das kosten muss, ey. Was spielt der für ein Spiel da eigentlich? Ist das Doom oder was? Boah, das ist mega cool aus, ey. Und wie sieht es bei der aus?
Heroin, was ist da? Heroin-Chick oder was? Auf ihrem Pullover. Okay, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Hier haben wir zwei Bilder. Over pictures of my friends. No, not you. The hot ones, Lauren and Lisa. No, I didn't mean it like that. You're beautiful. And interesting is just the They just don't get you. Diese Texte, die die NPCs mal von sich geben, haben mega cool. So, dann gucken wir mal. War hier noch eigentlich jemand im Haus? Thank you, Coach. Oh, okay. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Yo, real pro. You're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. Yo, ey. And follow through. Perfect. Die reichen Leute, die haben einfach zu viel Geld. I think I'm getting it. Was macht die jetzt? Ist die noch am Quatschen? Nee, okay, dann gehen wir weiter. Dann holen wir mal die gelbe Karre hier zurück. Hier müsste doch jetzt der Dings drin liegen. Da drunter. Michael, oder? War das nicht so? Doch, ich glaube schon. Wie gesagt, ich hatte das Spiel schon einmal gespielt, vor 3-4 Jahren oder so. Deswegen ein paar fetzen Erinnerungen habe ich noch an das Spiel, aber jetzt nicht überall oder nicht alles. Schauen wir mal, fahren wir mal rüber. Zum Simeone. Ah, okay, da ruft er schon an. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Oh, Mann. Das ist verrückt, ey. Da kommt der raus. That's a 9mm semi-automatic. Geil. Pushed against your skull. Oh, eine Kamera. Look around. You just keep driving where you're going. Ja, aber ich kann doch so nicht fahren. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. Ich kann auch so überhaupt nicht fahren. You're going about this? My guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. Oder weichen die Autos mir aus? I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Aber cool, ist neu. Yeah, maybe one day we'll have a beer and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man. It's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Jo, dann mach das mal. Klett das mal ab zusammen. Okay. Stop the car. Ich halte mich da raus. Hä? Oh, ach hier. That the place? Yeah, that's the place, man. Whoa. Drive into it. Boah, der Ton ist right gut. Through the fucking window. And fast. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck. Jo, ich mach's einfach. Fahren wir einfach rein. Bevor ich hier erledigt werde. Wohin überhaupt? Ach, hier. Damn! Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy. It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Ah, jetzt spiele ich den, geil. Das wird vorbei hier. Verprügel Simon. Dein Halsabschneider, Autohändler. Du kriegst einen auf die Fresse jetzt. Der hat mich wohl raus, ey. Jetzt ist vorbei. Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist! Go. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Mein zweites Mal überlebt er nicht, der Boy hier, wenn ich nochmal komme. Habt ihr gesehen, wie das hier läuft? Das ist Schirmmodus, Akteurfreischaltung, Michael.
Applikation 67%. Nickerchen im Grünen. Ach krass, okay. Hätte ich ein kleines Nickerchen machen sollen, damit ich 100% habe. Ja, das muss man vorher wissen. Okay, jetzt kann ich zwischen den beiden wechseln, um Missionen zu machen. Okay, interessant. So, wie war das nochmal? Soll ich mir dieses Auto hier nehmen, wieder zurück? Schnappen wir uns das mal wieder. Fahren damit zurück zum Michael in sein Haus. Oder? Ja, doch. Ach krass, war das da ganz oben? Der hat auch ein Auto. Okay, ich bin mal gespannt. Mal sein Haus sehen. Wie war das nochmal so? Mal sein Haus in Ruhe angucken. Boah, ist das eine Schrottkarre, ist ja mega langsam. Boah. Die Tür kommt noch gar nicht aus dem Arsch. Go, go, go. Was ist hier? Der hat mich ausgeraubt. Oh ja. Oder wohl. Drop it, or I'll take you down. Hat der es noch nicht tot? So, und die hatte irgendwie, der hatte wohl jemanden ausgeraubt. Schauen wir mal, aber was kriege ich denn dadurch jetzt? Wenn du einen gestohlen kannst, kannst du ihn behalten oder gegen Belohnung zurückbringen. Wir sind ja gute Bürger, bringen wir mal zurück. Was war das denn? Hi. Ach, hier. You're my hero. I can't thank you enough. Ja. Okay. Was kriege ich jetzt dafür? Nix. Boah, okay, das mache ich nicht nochmal. Na, schnappen wir uns ein Motorrad, dafür habe ich das ja bekommen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser als das schrottgelbe Auto hier. Ach so, Amanda ist die, meine Frau hier, also von dem Michael die Frau. Okay, verstehe. Und macht auch Bock zu fahren. Fährt sich gut auf jeden Fall. Hey, bin ich gerade so weit gefahren mit dem Michael und Franklin? Ah, doch, tatsächlich, ja. Von da oben. Nein, nein. Oh, stopp, stopp, stopp. Ach, guck mal, hier steht noch diese Schrottkarre. Hä? Bin ich damit gerade gekommen? Doch, ja, tatsächlich. Stimmt, ich bin ja der Besitzer. Ich kann ja einfach so zu mir nach Hause rein. Mhm. Das Bettchen von mir. Nice. Ah, Kleiderschrank. Gucken wir mal, was er so hat. Was war das denn? Ja, hier ist Leben in der Welt von GTA. Auf jeden Fall. So, bin jetzt zu Hause. Beweg dich mal. So. Aber das ist mein Auto? War das... Ja, doch, tatsächlich, dieser Audi, ja, genau, stimmt. Ich erinnere mich. You're such a fucking dictator! Why the fuck not? He is not staying the night! Oh, he's a God! Bomb! I don't even know why you are you want. Man, I come by for that drink you offered, that's all. I was
something really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Let's take Amanda's car. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad! Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat! All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Was? Ja, das war ein perfekter Abschluss jetzt für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.